Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen bei einem 87er Gesamt-Max Hero Pack. EA hat es rausgeknastert. Sie haben ja die Packs mal so aus Versehen im Shop online gestellt. Da gab es mal so einen Fehler. Jetzt haben sie das SBC gebracht. 85er Team. Schreibt in die Kommentare, was habt ihr gezogen. Wir können da dicke Banger drin ziehen. Und Leute, wir werden dieses Päckchen öffnen. Dann wird unser Compagnon diesen Spieler nachkaufen. Wir gehen ins SBB. Wir haben coole Teams gebaut. Und das Ganze gegen Stiffen. Was geht ab? Bro, also Props an EA Sports. Die haben gegönnt. Nur ein 85er ja. Team, 70k. Und du kannst ein Jaja ziehen. Du kannst schon einen Kracher ziehen heute. Ja, und ein Jaja Torreira, da würde ich mich drin sehen, Leute. Wir haben das gleich, also ganz genau das gleiche Video werden wir bei Stefan aufnehmen. Öffnen wir sein Pack. Schaut es auf jeden Fall auch an. Link ist in der Videobeschreibung. Und lieber Stephen, es gab schon, glaube ich, bei dir auf dem Kanal haben wir SBB gemacht. Wie viel Daumen schaffen wir heute für diese Combination? Oh, für das Hero Pack, die Kombi, sind 8000 drin. 8000, Jungs. Versuchen wir zu packen. Übrigens, vielen Dank. Letztes SBB bei den Trends, also den ganz normalen, ihr seid geistig unterwegs. Und eine witzige Sache, die ich noch erwähnen kann. Morgen, Leute, gibt es den dicksten Rabatt bei Display, so einen Halloween-Rabatt. Also schreibt schon mal hinter die Ohren, falls ihr euch was holen wollt, über meinen Link, dickster Rabatt, Idebo. Okay, Sniffen, ich öffne das Pack, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich öffne jetzt den Laden, Bro. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Ich habe letztes Mal reingejoggt, hatte ich Larsson. Na, perfekt, ich muss mich umgehen. Oh Gott, Bro, ich kann das Pack nicht öffnen, weil ich diese Player-Picks habe von der Weekend League. Das muss ich dir auch für das Video öffnen. Wow, oder du machst ein neues draus. Aber vielleicht kommt der Neymar, dann hast du einen guten Titel. Okay, komm, warte, ich öffne die Scheiße jetzt einfach, komm schon. Stell mal vor, jetzt kommt wirklich Neymar, ich flippe wirklich aus. Erster Spieler ist Gomez. Okay, das ist geil, von Liverpool, Innenverteidiger. Okay, das ist sehr, sehr geil sogar. Dann machen wir das, den zweiten Player-Pick auf. Wir bekommen, okay, ich nehme einfach diesen Terrier oder Lindström. Ich nehme diesen Terrier, war's schon. 2,84er bis jetzt. Und dritter Player-Pick ist... Digga, nochmal Gomez. Können wir nicht doppelt nehmen? Ich nehme Silas, Stuttgart. Wie, ist okay. Kein Neymar oder was? Nein, kein Neymar. Schade. Wo ist der 87er? Ja, der ist er ja. Heide, bitte, ey. Lass mich nicht hängen. Elfenbeinküste. Und es wird Deutschland. ZUM. Na, Schmutz, Digga. Ich hab Ricken. Ricken, lass mal. Du weißt schon was. Oh Mann, der ist wirklich schmutzig, Jungs. Ja, Deutschland ist eigentlich schon vorbei, ne? Gibt's da überhaupt? Was gibt's denn sonst noch? Gibt's da eins? Gomez? Weiß ich hab einen Füller gedacht, aber es der gibt doch gar kein... Ja, die sind ja schon vom Rating her viel höher. Der ist viel höher, ja. Ach, hör auf, du tanzt Ricken, jetzt nerv mich nicht. Und wir gehen ins SBB, Leute, komm. Alter, ist Ricken, belastende Hase. Leute, wir gehen in die Spielauswahl. Ich hab Tafel drin, Bro. Du gabst. Okay. Also ich habe gerade gesehen, ich könnte die beiden auch umtauschen, dann wären beide auf Fullcam, aber ich glaube nicht, dass wir das machen dürfen. Ich gehe erstmal mit deiner Ikona. Da habe ich mir heute mal, dachte mir, komm, gönnst du dir. Da gönnst du dir heute mal ein bisschen. Es ist ein Spieler, ganz frisch, seit letztem Jahr dabei. Robin van Persie. Schlecht, Herr Specht. Auf der rechten Seite gehen wir dann auch mit einem Holländer, das ist Depay. Okay, ich habe Karim the Dream und Franck Ribéry. Geht dann mit den Holländern, mit den Fliegenden, okay. Nicht schlecht. Let's go. Beide Mittelstürmer, okay, dann halte ich mal rein. Pass auf, ich habe eine andere deutsche Hero-Karte vor einem Sturm und das ist Völler. Leute, Broski, Tizi, alle spielen den Mann gegen mich. Ich will ihn jetzt selber mal testen. Das ist das erste Mal, dass ich ihn spiele. Und im ZOM Cousin gehe ich mit KK Icon. Deswegen die Geschütze vorne im Sturm aufgefahren. Okay, kann man mal machen. Ich bin auch mit dem Deutschen gegangen. Spiele aber im ZOM Havertz und De Baller. Dankeschön, grazie amigo. Dann würde ich sagen, Bro, nächste drei Positionen. Ich habe dich jetzt, gell, an deinem deutschen Lümmel da. Gut, wir kommen ins Mittelfeld. Ich halt rein, Tone. Heute wird es Zeit für den ersten Snipe. Ich bin ein guter Ringer. Einen hau ich direkt. Okay, ich muss erst mal gucken, was habe ich denn hier schönes gebaut, mein Freund. Wir haben im Mittelfeld... haben wir zum einen den guten alten Toni Kroos. Guter Mann, wichtig und richtig. Dann haben wir Tchouaméni, Bro. Das ist dann so ein kleiner guter Link zu dem, weißt du? Schmeckt auf jeden Fall. Wo ist der Bruder? Da ist Tchouaméni. Und zu guter Letzt haben wir den Mann, wo sie gestern schon wieder seine Oberschenkel gepostet haben bei Bayern. Das ist Leon Goretzka. Was hat der Mann für eine Muskulatur? Nicht nur Oberkörper. Ich dachte mir, du gehst mit dem Kroaten. Brozovic, Thiago und Barella. Ah, du bist so gegangen. Okay, so nicht. Ich dachte mir, du nimmst jedes Mal nimmst du irgendwie so Gefühl Kroos, Modric, die Real Madrid. Ja, Nee. Ich mag nicht Modric und so. Gehst du ein bisschen was von Barca? Könnte sein. Ich dachte mir, ich mach's also sehr offensichtlich. Also eigentlich, den musst du aufgeschrieben haben. Ich bin mit De Jong gegangen, weil das ist halt Perfect Link. Kann ich eigentlich gefühlt wahrscheinlich schon wieder rausnehmen. Dann bin ich im zentralen Mittelfeld mit zwei Spielern gegangen. Das ist schon Perfect Link. Das ist nice. Das ist Paul Pogba und sein Kollege Rabiot. Rabiot. Er hat doch hier zwei Tore gemacht.
Ja, der bekommt vielleicht ein Team of the Week oder Cuadrado, mal gucken. Nein, Bro, ich habe Pedri, Gavi und Frankie de Jong. Ja, der kann gerne raus. Du musst aber sagen, Bro, du wirst bei mir auch was treffen, weil das Ding ist, wir haben, Leute, wir haben ja einen Spieler, der nicht auf Full Cam ist vorne. Und wir müssen trotzdem 30 hinbauen. Das heißt, alle müssen voll sein. Es war schon ein kleiner Kampf. Okay, dann ist der erste draußen. Willst du einen Torwart rein? Ja, gerne. Brauchst du Torwart rein damit. Yalla Billa. Okay, ich lasse den aber erstmal drin, damit wir hier die Chemie noch sehen. Ladies and Gentlemen, nächste Runde, neues Glück. Stefan, ich habe eine schöne Tafel für dich vorbereitet mit einem bisschen Extravaganz und einem Bronzespieler für dich drin. Ja, das höre ich gerne. Ich gehe auf der rechten Seite. Ich hatte wirklich, falls du es gesehen hast, es gibt drei Holländer, die spielen in der Serie A. Habe ich auch erst später gesehen. Ich habe mich für Mr. Denzel Washington Dumfries entschieden. Ich habe auch an Denzel Washington gedacht, okay. Und links auf der Seite gehe ich mit Jordi Alba. Jordi Alba. Ich habe ein bisschen umgetauscht. Ich habe links den Holländer, rechts Barcelona. Bellerin ist das nämlich und Malasia von Manchester United. Sehr, sehr nice. Okay, gut, dann hau ich dir jetzt mal was weg. Ja, ich hoffe, dass du den mal nicht triffst. Also Freund, ich war am Wochenende in einem Club und wisst ihr, wer neben mir saß? Er war wirklich 30 cm neben mir, Visca Barca, also Anton hat auch mit ihm gequatscht so ein bisschen. Es ist Alfonso Davis und er sah aus wie der coolste Mann da. Ihr wisst schon was. Er war einfach fresh. Ja, cool. Warst du wieder unterwegs? Was feiern oder was? 30, 40 cm Abstand zum Beispiel hat er so. Und wir haben noch den guten Kimmich als Rechtsverteidiger. Ah, Lava! Ja! Ey, ich habe einfach ein K schon hingeschrieben, hab's durchgestrichen, bin mit Nacho gegangen und Pavard. Lava nicht, ich darf beide Bayern-Spiele behalten. Ja, ich dachte, du nimmst nicht Kimmich. Du bist der beste Stefan. Dankeschön. Das ist gut. Das ist gut. Dann, Leute, habe ich bis jetzt ein volles Team. Stefan hat einen Bronze. Wir gehen in die letzten drei Positionen. Alter, hast du das gehört? Hm? Wow, was zum Teufel war das denn? Entweder ist es hier am Donnern oder das war so ein kranker China-Pöller oder so. Ab diesem Zeitpunkt ist dann auch Stefans Kamera eingefroren. Deshalb ab jetzt ein Standbilder seiner Cam. Okay, komm. Leute, ich habe einen dummen Fehler gemacht, okay. Ich habe, also, ich kann euch den Screenshot zeigen, pass auf. Das ist, ich hoffe, es kommt keine Nachricht. Das ist mein Team, was ich für das Video gebaut habe. Da ist vorne Ginola dran, okay. Und ich habe aus Versehen Völler reingetan. Schieß mich tot, ich weiß nicht warum. Ist egal, auf jeden Fall kommt Ginola hier rein. Und dafür aber, dass ich einen Fehler gemacht habe, ich habe im Endeffekt den Stefan, glaube ich, keinen Nachteil verschafft beim Teambuilding. Er hätte sonst eh nichts erraten. Also, bis jetzt noch nichts erraten. Aber wir tun trotzdem... Ansage! Es war, nein, ich meine, es hätte keinen riesen Unterschied gemacht, weiß, Bro. Aber es war lost und deswegen werde ich bestraft. Einen Bronzespieler gebe ich mir selber dafür. Das ist jetzt unentschieden und Stefan, du hast die Tafel drin, oder? Ah, mein Gott, bin ich blöd, weiß man. Ist ja wurscht. Also, Bro, wir gehen in der Innenverteidigung mit keinen geringeren als Hernandez, Koundé, dein Upamecano auf der Tafel, der sieht jetzt ganz schön blöd aus. Und im Tor, hoffentlich passt das jetzt alles nach vorne und hinten, haben wir eine Franzose und das ist dieser, wo ist er? Lafont. Oh. Und es sieht halt jetzt alles falsch aus, aber wenn Tchouaméni hier drin ist, dann sind alle auf Fullcam, wir testen es mal, Chat. Bro, du kannst jetzt noch ein bisschen was reinpacken, aber gleich wird dein Team zerpflückt. Ich bin mit Koundé, Rüdiger und Lafont gegangen. Lavani. Nein. Doch, die habe ich aufgeschrieben. Meinst du es ernst jetzt? Ja. Wie bist du auf Lafont gekommen? Jetzt mal ohne Spaß. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir, du brauchst noch irgendwas Französisches und dann ist der Größte in der Liga und den nimmt man dann gerne mal. Also du brauchst ja noch eine andere Liga. Du brauchst ja noch irgendwas. Ja, und dann habe ich einfach noch einen Franzosen aufgeschrieben. Ja, soll ich dann den Bronzetorwart, soll ich dann in den Mittelfeld packen oder willst du den jetzt da unten hin? Also keine Ahnung. Was, Du kannst... Also eigentlich wäre natürlich besser, wenn du den im Tor hast. Genau. Also wenn dann, du dann... Also, wenn also du, ich habe einen Stürmer im Tor, gell? Ja, wenn du machst, gerne. Ja, doch, Leute, es ist so. Dann packe ich ein... Digga, aber du hast mich ja richtig hops genommen, Bro. Ich bin gegangen mit einem rechten Innenverteidiger aus der La Liga Santander. Das ist Mario Hermoso. Dann bin ich... Also ich habe so versucht, irgendwie so richtig irgendwie um alle Ecken zu denken. Ich bin nämlich mit dem linken Innenverteidiger, auch mit einem aus der La Liga gegangen. Es ist einer, der spielt eigentlich Linksverteidiger. Es ist Reinildo. Ah, den kann man umformen, der Innenform. Also müsste Reinildo, der hat doch so einen riesen Dill. Ja, den müsstest du gut kennen. Und im Tor bin ich mit der nächsten Liga gegangen, und zwar mit Dudek. Ach, du hast doch deine Hero offen. Du bist ein Spieler. Ich habe Ramos, Laporte und Kepa. Azpiliga, lalalala. Ah, Kepa, Risibelaga. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Leute, 2-1 Bronzespieler. Ich suche noch einen schmutzigen Bronzespieler aus der Bundesliga einfach am besten. 3-1, Bro. Ach, ich habe 3, gell? Ich hab echt du hast Koundé raus? Ja, ich habe 3. Doch. Ja.
Ihr seht die Teams, Leute. Alle sind drin. Ich lade Stiffen ein und das wird jetzt ein Massaker. Digga, wieso habe ich jetzt auch noch Ginola im Spiel? Den habe ich 2,3 Millionen bezahlt. Ah, Leute, wir gehen ins Gameplay. Stefan ist so ein Schlingel. Hoppa. Guys, this is unfortunately. Was machst du? Was war das denn? Digga, das war der krasseste Flutterball aller Zeiten. Alter, das war ein Knuckleball. Okay, boah, Ginola ist aber auch böse. Oh, Bro, wie kann er da nicht pfeifen? Hast du das gesehen? Ja, aber hast du gesehen? Er hat den so umgehauen, das war Saver-Elfmeter. Ja, richtig, richtig, Mann. Geil, Toni Kroos, du bist ein Macher. Ja, der alte Schwitzer Toni ist zurück. Nein, 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 Jungs. Papa! Was ist der eigentlich noch? Nee, oder? Nope. Ja, er ist am Dancen. Ja, wie kannst du denn da, kommst du da immer so durch? Nein! Oh, ja, du kleiner Schwitzer! Linksbomber. Ey, und dann ist das zweimal das gleiche, mache ich schon wieder hier. Ist noch nicht zu spät, musst lernen. Abseits, Schiri, guck hin. Kimmich als Rechtsverteidiger ist ganz heißes Eisen. Ja, der ist einfach viel zu beweglich, Bro. Reicht doch jetzt. Reicht. Ey, Jungs, ich bin in seinem 16er so drin, Mann, mit drei Pausenspielern. Idemo! Wie viele Spiele hast du denn mal vorne drin? 7. Ey, bei dir rennen die da aber auch, ne? Ey. Ich hab den so gestreckt. Ich stand schon da, unfassbar. Oh, ja. Er stand schon so krass da. 4-2, Leute, wir haben 3 Pausenspieler. Sonst sind wir 4x4x12. Um mein Leben schwitzen wirklich. Let's go. Nein. Zum Torwart. Oh mein Gott. Ey. Der Bär hat eine super Frisur, gell? Der ist so gut. Hab der Bidubi da. Jawohl. Komm, den. Du hast viel Platz. Ich hab viel Platz. Ich hab gar nicht gesagt. Du hast viel Platz. Bitte. Let's go. Rabiot. Der ist immer da für die Dinger. Für die wichtigen Dinger. Wenn man ist so confident und so, dann wird man direkt wieder in die Realität geholt. Hier lassen. Nein. Jawohl. Da mach ich jetzt echt dieses Pressing so ein Ungefährter, gell? Oh oh. Nein, nein, nein. Ja. Jawohl, du hast so gestreckt. Ich hab's gesehen. Robin. Nur mit zweiter Hälfte ist so anderes Bild, ne? Ja, ich hab 4-2, war das so Halbzeit, gell? Hoppa. Schießt der nicht? Oh Gott. Was war das denn für eine Murmel? Ah, GG Stiffen. GG. Onkel Stiffen gewinnt gegen uns, Leute. Ein Discard. Wir hatten halt 3 Brausspieler, ist okay. Dafür hast du vorhin eine richtige Attacke gemacht. Stefan, ich habe den Ball, ich passe den Ball, ich habe umgestellt. Bitte, bitte nicht KK, kein Kroos, kein Ginola. Kuss. Okay, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich gehe mit deinem rechten ZM. Ist, glaube ich, der letzte Spieler, den ich umgestellt habe. Du bist wirklich eine Waffe, Junge. Dieser Mann ist gefährlich. Jungs, ohne Spaß, Stefan ist einer, der, wenn er einen Pick hat gegen mich, er trifft immer. Das ist mein teuerster Spieler, den ich abschließen muss. Es ist KK. Du bist wirklich, ohne Spaß, du bist eine gefährliche Waffe. Und mir kann, bitte lass es kurz regnen. Ich brauche diesen Moment kurz von mir. KK, zum Glück hast du nicht den Torwart genommen, das wäre noch schlimmer gewesen, aber KK ist absolut belastend. Recht der ZM, wie kommst du drauf bei einem? Unscheinbar eigentlich. Eigentlich so eine Position, da stellt man nichts hin. Eigentlich so eher Außenverteidiger oder so. Ja, ich hatte davor hatte ich noch auf LV, glaube ich, oder so, habe ich nochmal umgewechselt. Eieiei, hättest du Rick nehmen können, nimmst du Davis, nimmst du Tabakovic, weißt du? Der Mann nimmt, der nimmt den KK. Freunde, SBC ist ready, KK ist drin, es war meine Ehre. Leute, schaut euch das. Ach, Digga, bei dieses Spiel war so schmutzig. Ich muss kurz nochmal neu abschließen. Freunde, SBC ist abgeschlossen. Ich muss hier langsam abschließen. Hier. Jetzt. KK, ja, ich bin mir sicher, dass ihr abschließen will. Super. Cooles SBB, Leute. Ihr seht, hier wird auch mal ein guter Spieler abgestoßen, leider. So sind die Regeln. Und da würde ich sagen, viel Spaß beim Anschauen von Stefans Video. Ich kann nicht mehr, Digga. Wir sehen uns beim nächsten Mal.